Inmitten des Trubels einer sehr belebten Nachbarschaft erregte ein lebloses Eichhörnchen die Aufmerksamkeit eines kleinen Jungen. In dem verzweifelten Bemühen, das Hörnchen zu retten, brachte er es zum Tierarzt und was dann geschah, wird dich zum Weinen bringen. William war draußen im Park, kickte den Ball und lächelte glücklich. Es war ein sonniger Nachmittag und sein Vater Alex hatte vorgeschlagen, dass sie zusammen ausgehen sollten. Sie hatten lange gespielt, als Alex beschloss, in ein Geschäft in der Nähe zu gehen, um einige Lieblingssnacks zu holen. Alex bat seinen Sohn zu warten. Aber William konnte nicht stillsitzen. Er trat den Ball immer weiter, ohne zu bemerken, dass er sich von dem Ort entfernte, an dem sein Vater ihn zurückgelassen hatte. William verfolgte den Ball eifrig und als er noch fester trat, weiteten sich seine Augen, als er sah, wie der Ball außer Sichtweite verschwand. Er jagte hinterher und rannte so schnell er konnte. Schließlich fand er ihn unter einem der Autos, die unten an der Straße geparkt waren. William bückte sich, um ihn aufzuheben und wollte unbedingt an den Ort zurückkehren, den er verlassen hatte. Doch als er sich umdrehte, bemerkte William etwas in seiner Sichtlinie. Er näherte sich vorsichtig dem Tier und hielt seinen Ball fest in der Hand. Doch je näher er kam, desto mehr wurde klar, dass das Tier niemandem mehr etwas antun konnte. Auf dem Bürgersteig lag ein lebloses Eichhörnchen, das nicht älter als ein paar Wochen sein konnte. William bückte sich und ging näher heran. Das Hörnchen machte keine Anstalten, sich zu bewegen und blieb regungslos, als William es berührte. »Was ist denn hier los?«, fragte er sich, während er das Tierchen anstarrte. Aus der Nähe konnte er Anzeichen einer schwachen Atmung erkennen, was zeigte, dass es noch am Leben war. William wusste nicht, was er tun sollte, aber er ahnte, dass er es nicht zurücklassen konnte. Alex hatte seinem Sohn beigebracht, wie wichtig es ist, sowohl Menschen als auch Tieren Freundlichkeit entgegenzubringen, besonders wenn sie Hilfe brauchen. Williams Herz schmerzte, als er sah, wie schlecht es dem Tierchen ging. »William, wo bist du?« Der Kleine riss den Kopf in die Richtung, aus der die Rufe kamen. Es war sein Vater, der nach ihm rief, und der Junge lächelte, weil er wusste, dass sein Vater wissen würde, was zu tun war. Er stand auf, rannte zu ihm, ließ seinen Ball und das Eichhörnchen zurück. Keuchend erzählte er, was er gefunden hatte, und sie kehrten zum Fundort zurück. Alex war überrascht, als er das Kleine ganz alleine sah. Wenn Eichhörnchen so jung sind, werden sie normalerweise von den Müttern versorgt. Aber dieses Eichhörnchen war allein. Womöglich war seine Mutter gestorben und das würde bedeuten, dass das Junge keine Überlebenschancen hatte. Alex bückte sich, um es aufzuheben, aber William bot an, es stattdessen zu tun. Da er es gefunden hatte, war er entschlossen, die Behandlung bis zum Ende zu begleiten. Er hob es vorsichtig auf und achtete darauf, keine zusätzlichen Verletzungen zu verursachen. Alex rief die Tierärztin an und berichtete, was los war und was sein Sohn entdeckt hatte. Dr. Miranda wollte gerade gehen, bot aber an zu bleiben und bat Alex, so schnell wie möglich vorbeizukommen. Da sie nicht weit von der Klinik entfernt waren, beschlossen sie, zu Fuß hinzugehen. Das Hörnchen brauchte dringend Hilfe. Sie rannten zu den Tierärzten und als sie ankamen, waren sie die einzigen Patienten. Dr. Miranda hatte sie direkt in den Untersuchungsraum geführt. Die Tierärztin erlaubte ihnen, in einer Ecke zu bleiben, während sie das Tier gründlich untersuchte und seine Beine und seinen Körper ansah. William hielt die Hand seines Vaters fest und Alex sagte seinem Sohn leise, dass alles gut werden würde. Alex bewunderte die unerschütterliche Entschlossenheit seines Sohnes, dem Tier zu helfen und hoffte, dass alles gut ausgehen würde. Nach fast einer Stunde führte Dr. Miranda Alex und William in ihr Büro, um sie über die Ergebnisse zu informieren. Das Hörnchen hatte schwere Verletzungen erlitten und die Tierärztin hatte Reifenspuren an beiden Beinen und an bestimmten anderen Körperteilen gefunden, die darauf hindeuteten, dass es wohl überfahren worden war. Da das Tierchen noch so jung war, warnte Dr. Miranda, dass die Überlebenschancen sehr gering seien. Tatsächlich war sie überrascht, dass es überhaupt so lange am Leben geblieben war. Sie hoffte, dass Alex und vor allem William sich nicht zu große Hoffnungen machten, aber sie versprach, alles zu tun. Die beiden verließen die Klinik mit einer Mischung aus Angst und Hoffnung. Sie wollten sich auf den positiven Aspekt ihres Besuches konzentrieren und Alex versprach, dass die Ärztin das Hörnchen retten könnte. Dr. Miranda war eine der Besten in der Gegend und Alex glaubte ihr, als sie sagte, dass sie alles tun würde, um das Kleine zu retten. Was sie dann als nächstes tat und wie sie über ihre normale Fürsorgepflicht hinausging, das wird euch zum Weinen bringen. Als sie nach Hause gingen, warteten sowohl der Vater als auch der Sohn gespannt auf die Neuigkeiten. Als eine Woche verging und sie noch keinen Anruf erhalten hatten, gingen sie zur Klinik. Dr. Miranda teilte ihnen jedoch mit,
dass sie keine Neuigkeiten habe. Das Eichhörnchen lebte noch und wurde behandelt, um die schweren Schäden an seinem Körper zu beheben, aber es bewegte sich immer noch nicht und es war sicherlich nicht über den Berg. Dr. Miranda ermutigte William sanft nach Hause zu gehen und versprach, dass der Junge als erstes erfahren würde, wenn es bei der Behandlung eine positive Entwicklung gäbe. Sie kehrten nach Hause zurück. Alex versuchte, seinen Sohn für andere Aktivitäten zu begeistern, aber Williams Gedanken waren zu sehr mit dem Warten auf die Antwort des Tierarztes beschäftigt. Immer wenn sein Vater einen Anruf erhielt, wurde William munter und hoffte, dass es der Tierarzt war, aber aus der Klinik kam nichts. »Glaubst du, das Eichhörnchen ist gestorben und sie will es uns bloß nicht sagen?«, fragte William seinen Vater eines Tages, als er von der Schule nach Hause kam. Aber Alex verwarf diesen Gedanken schnell und sagte seinem Sohn, dass sie bald gute Nachrichten erhalten würden. Mehr als einen Monat nach dem Besuch von Alex und William rief Dr. Miranda endlich an. Williams Herz schlug höher, als sein Vater ihm die gute Nachricht überbrachte. Das Eichhörnchen war endlich außer Gefahr und würde überleben. William konnte sich ein breites Grinsen nicht verkneifen, als sein Vater ihm das mitteilte. Als sie ankamen, brachte sie eine der Mitarbeiter der Klinik in den Raum, in dem das Hörnchen untergebracht war. Als William es sah, konnte er kaum glauben, dass es sich um dasselbe Tier handelte. Seine Haut wirkte immer noch stumpf, aber besser als bei der ersten Begegnung. Und noch erstaunlicher war, dass sich das Eichhörnchen endlich wieder bewegen konnte. Das Personal forderte William auf, näher heranzutreten, was er vorsichtig tat. Das Eichhörnchen war bei ihrem letzten Treffen fast bewusstlos gewesen und er bezweifelte, dass sich das Tier nach all der Zeit noch an ihn erinnern würde. Aber es erinnerte sich. Zur Überraschung aller reagierte das Kleine positiv auf Williams Berührungen und gab leise Geräusche von sich, um zu zeigen, dass es den Jungen, der es gerettet hatte, nicht vergessen hatte und legte sich schwach auf seinen Arm. Alex lächelte glücklich bei dem Anblick vor ihm und war dankbar, dass sein Sohn seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt bekommen hatte. Der Mitarbeiter, der sie begleitete, informierte sie über die zusätzlichen Anstrengungen, die Dr. Miranda unternommen hatte. Die Tierärztin traf sich mit mehreren Experten, die sich mit der Pflege solcher Tiere noch besser auskannten als sie und arbeitete während der ganzen Behandlungsdauer mit ihnen zusammen. Als sie in der Praxis ankamen, meldete sich William sofort zu Wort und dankte der Tierärztin für alles. Der aufrichtige Dank des Jungen erwärmte Dr. Mirandas Herz und erinnerte sie daran, dass dies einer der Gründe war, warum sie sich in ihrem Beruf so sehr engagierte. Die Tierärztin teilte dem Vater und dem Sohn mit, dass das Eichhörnchen die Klinik zwar in gutem Zustand verlassen könne, aber wöchentlich zur Kontrolle gebracht werden müsse, um sicherzustellen, dass es sich weiterhin auf dem richtigen Weg befindet. Bevor sie gingen, gab die Tierärztin ihnen auch eine Liste mit Anweisungen für die Pflege der Tiere und hatte sich erlaubt, einige der benötigten Gegenstände zu besorgen. Bevor sie gingen, nahm Alex seinen Sohn beiseite und sagte ihm, dass sie das Tier in seinen natürlichen Lebensraum zurückbringen würden, sobald es gesund war. Schließlich war das das Richtige. Sie vermieden es sogar, ihm einen Namen zu geben, um nicht zu sehr an ihm zu hängen. Sobald Alex und William nach Hause zurückgekehrt waren, nahmen sie sofort das Spielzeug und andere Gegenstände, die der Tierarzt ihnen gegeben hatte, und begannen sich ernsthaft um das Hörnchen zu kümmern. Das Tier wurde in der Nähe von Williams Zimmer untergebracht und der Junge verbrachte seine gesamte Freizeit mit dem Eichhörnchen. Mit jeder Woche ging es ihm besser und es wurde kräftiger. Es bewegte sich schneller und begann seine neue Umgebung mit William an seiner Seite eifrig zu erkunden. Williams Bindung zu dem Eichhörnchen war rührend und Alex konnte sich kaum vorstellen, dass einer von ihnen ohne den anderen auskommen könnte. Das Eichhörnchen liebte sogar Autofahrten und jedes Mal, wenn sie zur Klinik fuhren, fand es einen Platz auf Williams Schulter oder Rücken, um sich zu entspannen. Wenn sie mit Spielen fertig waren und sich ausruhen wollten, kletterte es manchmal in sein Hemd und ruhte sich dort aus, bis William wieder wach war. Vater und Sohn begannen, das Eichhörnchen öfter mitzunehmen und der Strand war einer ihrer Lieblingsorte. Alex lachte, wenn er William und das Eichhörnchen beobachtete, wie sie im Sand spielten und Muscheln oder andere seltsame Dinge fanden, für die sich das Eichhörnchen interessierte. Ein paar Monate nachdem William es gefunden hatte, war das Eichhörnchen vollständig geheilt. William verspürte einen Stich, als er wusste, dass ihre gemeinsame Zeit langsam zu Ende ging. Alex und William nahmen das Eichhörnchen aus ihrem Haus und sagten, dass sie es nun zum letzten Mal sehen würden. Sie setzten es in der Nähe eines der Bäume ab und forderten es auf, hinaufzuklettern und zu gehen. Aber das Eichhörnchen sah sie an, als wollte es verstehen, was sie sagten.
Da Vater und Sohn es nicht auf den Baum hinaufbekamen, begannen sie sich langsam zurückzuziehen und hofften, dass das Eichhörnchen ihre Absicht verstehen und zurückbleiben würde. Aber es rannte ihnen hinterher und kletterte auf Williams Körper, um sich auf seiner Schulter auszuruhen. William versuchte es wieder auf den Boden zu setzen, aber das Eichhörnchen weigerte sich loszulassen und zeigte, dass es nicht zurückgelassen werden wollte. Für das Eichhörnchen war William die erste Person, der es jemals zu vertrauen gelernt hatte, und sein Geruch stand für Sicherheit. Alex und William nahmen es wieder mit nach Hause und nannten es Raven. Sie ließen es in den hinteren Garten laufen. Das Eichhörnchen rannte zum nächsten Baum und beschloss, ihren Garten zu seinem neuen Zuhause zu machen. Da es ein wildes Tier war, erwarteten sie immer, dass Raven irgendwann weglaufen würde, aber Raven beschloss zu bleiben und verließ den Garten nie wieder. Nach einem Tag voller Abenteuer in den nahegelegenen Wäldern kehrte es immer wieder zum Garten zurück. Das Eichhörnchen erkannte sie als Familie an und sowohl Vater als auch Sohn begannen, Raven ebenfalls als wesentlichen Teil ihrer Familie zu betrachten. Sie unternahmen nie wieder den Versuch, es auszusetzen und verbrachten weiterhin ihre Tage damit, miteinander zu spielen. Was für eine unglaubliche Geschichte. Meint ihr, William und Alex hätten sich mehr anstrengen sollen, um das Eichhörnchen auszusetzen? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren mit. Bis zum nächsten Video.